Ziel für heute ist es, dass wir ein grobes Wireframe, so wie wir es hier sehen, als ein detailliertes High-Fidelity User Interface Mockup mit Hilfe von Figma entsprechend der Google Material Design Guidelines umsetzen. Und bevor wir aber mit der Arbeit in Figma beginnen, würde ich empfehlen, dass Sie sich zumindest kurze Zeit nehmen, sich einen Überblick über die Material Design Guidelines zu verschaffen. Die Material Design Guidelines werden von Google veröffentlicht und sollen User Interface Designerinnen und Designern Richtlinien an die Hand geben, die ihnen dabei helfen, User Interfaces für Android bzw. generell dem Stil von Material Design folgend zu gestalten. Und die aktuellste Version von Material Design ist Version 3. Wir werden für dieses Video, für diese Demo allerdings zurückgreifen auf die Version 2, auch wenn die schon etwas älter ist. Sie können die Prinzipien aber sicher auch problemlos ummünzen auf Material Design 3, wenn das für Sie relevant ist. Wenn man sich die Material Design 2 Guidelines ansieht, dann gliedern sich die in verschiedene Punkte: Design, Components, Develop und Resources. Unter Design findet man generelle Designprinzipien bzw. die Eckpfeiler und auch so etwas wie die Grundphilosophie, die hinter Material Design steckt. Unter Komponenten finden Sie dann detaillierte Beschreibungen der unterschiedlichen Komponenten, die man verwenden kann, wenn man jetzt ein Material Design User Interface gestaltet. Und der dritte Punkt, der noch ganz interessant ist für uns jetzt, sind die Resources, wo man eben nützliche Ressourcen und Hilfsmittel findet, die einem bei der Gestaltung und Umsetzung von Material Design User Interfaces helfen können. Zuallererst ist es, denke ich, sinnvoll, dass man sich anschaut, aus welchen Komponenten dieses Wireframe überhaupt besteht, das wir im nächsten Schritt dann als Mockup umsetzen möchten. Und wenn man sich das anschaut, da gibt es eigentlich nicht wahnsinnig viele Komponenten, die in diesem Wireframe zum Einsatz kommen. Wir haben hier oben eine Application Bar, eine App Bar Top. Die finden Sie in den Guidelines auch hier. Das ist quasi eine App-Bar, die am oberen Bildschirmrand sich befindet. Wir haben direkt darunter eine Tab-Navigation, die Sie auch wieder in den Guidelines finden unter Tabs. Wir haben außerdem einen Floating Action Button hier rechts unten, der sich ebenfalls in den Guidelines findet. Hier. Und wir haben eine Liste bestehend aus Listeneinträgen hier in dem Hauptbereich von diesem Screen, von diesem Viewport, den wir vor uns haben. Und auch hier wieder finden wir die entsprechenden Komponenten in den Guidelines an dieser Stelle unter dem Eintrag Listen. Das heißt, alle wesentlichen Bestandteile, aus denen dieses Wireframe besteht, die finden sich auch in diesen Guidelines beschrieben. Und würde ich Ihnen auch empfehlen, dass Sie dann auf die Dokumentation zurückgreifen, wenn es irgendwie Unklarheiten gibt, wie man das jetzt am besten im Mockup umsetzt, beziehungsweise wenn es insbesondere spezifische Detailfragen gibt, wenn es an die Umsetzung geht. Als nächstes finden Sie unter Resources eben Werkzeuge und Hilfsmittel zur Umsetzung von dem Ganzen, wie eben zum Beispiel dieses Figma Baseline Design Kit, das wir jetzt öffnen werden. Wenn Sie auf den Link klicken, kommen Sie auf die Figma-Seite, wo das quasi angepriesen wird, und mit einem Klick auf Get a Copy können Sie eine Kopie von diesem Material 2 Design Kit in ihrer Instanz von Figma öffnen. Das ist quasi eine lokale Kopie, die Sie da davon anlegen. Genau. Und in diesem Material 2 Design Kit gibt es jetzt unterschiedliche Seiten, zwischen denen Sie hin und her wechseln können. Das Cover ist im Wesentlichen nur so etwas
Titelbild zur Bewerbung von dem Ganzen. Unter Getting Started bekommen Sie kurze Hinweise, wie man mit diesem Design Kit arbeiten kann. Und Material Theme gibt einen Überblick über die visuellen Aspekte von so einem Material Design Theme. Also so Dinge wie Typografie, Einsatz von Farben, Einsatz von unterschiedlichen Elevation States und so weiter, Zuständen, aktiv, inaktiv und so weiter. Dann unter Sticker Sheet finden Sie unterschiedliche Komponenten zusammengruppiert, die man quasi einfach rein und raus kopieren kann aus diesem Sticker Sheet. Beziehungsweise unter Komponenten finden Sie dann die atomaren Komponenten, aus denen das Ganze besteht. Und ich werde jetzt für dieses Video direkt in dieser Komponentenansicht arbeiten. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine wahnsinnig gute Organisation und gute Struktur, um loszulegen, aber ich finde es immer ganz angenehm, wenn man quasi die Elemente, mit denen man arbeitet, auch visuell greifbar hat. Und ja, deshalb fange ich direkt so an. Und nachdem es ja eh nur darum geht, einen einzelnen Bildschirm quasi als Mockup umzusetzen, ist das, glaube ich, auch nicht wirklich dramatisch, wenn das jetzt nicht besser organisiert ist. Wenn Sie größere Projekte organisieren möchten, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich vielleicht im Vorhinein ein bisschen besser überlegen, wie Sie das Ganze gliedern und strukturieren möchten. Aber für unsere heutigen Bedürfnisse ist das sicher völlig ausreichend. Bevor ich aber mit der Arbeit an dem Mockup beginne, möchte ich noch auf eine zweite Ressource zurückgreifen, nämlich wenn Sie zurückgehen auf die Material Design Resources, dann finden Sie hier auch den Link auf die Material Icons Webseite. Sehr häufig benötigt man Icons, wenn man User Interfaces entwirft, und hier finden Sie eben quasi die Icon-Sammlung für Material Design, auch verfügbar als eine Figma-Design-Datei. Ich greife hier auf die Material Icons zurück. Und wenn Sie da auf Figma-File draufklicken, dann kommen Sie wieder hier auf diese Seite und können sich quasi eine lokale Kopie mit Klick auf den Button ziehen. Öffnet sich dann auch wieder direkt in Ihrem Figma-Client, wenn Sie den installiert haben. Und darin enthalten eben eine Vielzahl an unterschiedlichen Icons, die eben aus dieser Material Design Sammlung heraus zusammengestellt wurden. Und jetzt ist es leider so, dass man auf Komponenten in Figma nicht ganz so einfach projektübergreifend zugreifen kann. Es gibt die Möglichkeit, dass man Komponenten als Library exportiert, und diese Komponenten aus einer Library stehen einem dann auch projektübergreifend in Figma zur Verfügung. Diese Komponenten-Libraries, die sind aber ein bezahltes Feature, das heißt, das steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie einen bezahlten Abo-Plan von Figma abschließen oder wenn Sie sich für den Educational Plan registrieren. Und ein einfacher Workaround für das Ganze ist jetzt aber kurzfristig ganz einfach, dass man sich die Komponenten quasi rüber copy-pastet. Und dafür müssen Sie aber die rohen Komponenten quasi aus diesem Figma-Projekt rausnehmen. Die finden Sie hier auf der Page Admin Only. Und ich würde Ihnen empfehlen, markieren Sie einfach alle und kopieren Sie die in Ihr Design Kit rüber. Dauert ein bisschen. Dann stehen Ihnen auch alle diese Icon-Komponenten direkt in dem Material Design Kit zur Verfügung, ohne dass Sie lange mit Import oder mit Libraries oder mit bezahlten Abo-Plänen sich herumschlagen müssen. Gut, das heißt, wir haben jetzt unser Material 2 Design Kit. Wie kann man dieses Design Kit jetzt verwenden, um Mockups zu entwickeln? Und ich sage vielleicht zu Beginn noch ganz kurz dazu, dass ich davon ausgehe, dass Sie sich schon kurz Zeit genommen haben, um sich mit Figma ganz grundsätzlich vertraut zu machen, dass Sie mit dem User Interface in den Grundzügen so halbwegs vertraut sind, dass Sie ungefähr wissen, wie das Ganze funktioniert, welche Funktionen zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt eben, wie gesagt, unser Material 2 Design Kit, und ich werde direkt in dieser Komponenten-Page mit der Arbeit beginnen. Und das allererste, was ich mache, ist, dass ich mir den
Mockup oder das Wireframe, das ich umsetzen möchte, direkt in dieses Projekt reinkopiere, damit ich es ganz einfach zur Referenz zur Verfügung habe. Das heißt, ich ziehe das einfach per Drag and Drop, das PNG-File hier in dieses Figma-Projekt rein und lege mir das irgendwo auf den Canvas, was halbwegs gut liegt, damit ich es quasi jederzeit referenzieren kann, wenn ich versuche, das Ganze als detaillierten Mockup umzusetzen. Der nächste Schritt ist dann, dass ich mir ein neues Frame anlege, in dem ich weiterarbeiten werde. Ein Frame ist quasi sowas wie ein einzelner Screen, eine einzelne Bildschirmmaske, in der man arbeitet. Und wenn Sie hier auf Frame in der Menüleiste klicken, dann können Sie hier rechts auch auswählen zwischen vorgefertigten Presets, die unterschiedlichen Bildschirmauflösungen bzw. unterschiedlichen Geräteklassen entsprechen. Und nachdem wir es hier mit Material Design und Android zu tun haben, werde ich hier als Frame ganz einfach Android Small aus diesen Presets auswählen und bekomme dann ein neues Frame, das ich quasi als Grundlage für meinen eigenen Entwurf verwenden kann. Und der nächste Schritt ist jetzt natürlich, dass wir diesen Mockup, dieses Frame mit Inhalten befüllen, dass wir da Komponenten reinpacken. Und zum Glück müssen wir das nicht tun, indem wir alles von Grund auf mit der Hand neu zeichnen, sondern wir können vorgefertigte Komponenten, fertige Komponenten aus diesem Material Design Kit, das wir vorher heruntergeladen haben, ganz einfach wiederverwenden. Und ich würde Ihnen empfehlen, nehmen Sie sich jetzt vielleicht auch kurz einmal Zeit, um sich einen groben Überblick zu verschaffen, was es da in diesem Material Design Kit eigentlich so alles an fertigen Komponenten gibt, das Ihnen zur Verfügung steht. Sie sehen zum Beispiel hier unten gibt es App Bars, Top App Bars hier auf der linken Seite, Bottom App Bars auf der rechten Seite. Und von diesen App Bars werden wir jetzt dann gleich einen brauchen. Sie sehen, es gibt Buttons, es gibt Floating Action Buttons. Einen Floating Action Button werden wir ebenfalls brauchen. Es gibt Listenelemente. Ein Listenelement werden wir ebenfalls in unserem Mockup brauchen. Das heißt, die werden wir auch verwenden. Und es gibt auch zum Beispiel Tabs. Eine Tab-Navigation gibt es auch im Wireframe. Das heißt, diese Tab-Komponente werden wir auch brauchen. Und zu guter Letzt, hier gibt es noch einige grundlegende Elemente, wie zum Beispiel diese Systemstatusleiste, die System Bar, die ganz oben ist und die wir jetzt auch als allererstes in unser Mockup einfügen werden. Und um solche Komponenten ins Mockup einzufügen, gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eine Möglichkeit ist ganz einfach über die Zwischenablage, das heißt, Sie können diese Komponente, diese System Bar mit Command C in die Zwischenablage kopieren. Gehen dann ganz einfach auf Ihr Frame zurück und können hier dann mit Command V die Komponente einfügen und an die richtige Stelle setzen, an den oberen Bildschirmrand. Und so können Sie diese Komponente hier hinzufügen. Gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie man Komponenten hinzufügen kann. Das nächste, was wir hinzufügen müssen, ist eben diese App Bar, diese Top App Bar. Und eine andere Möglichkeit, wie wir jetzt so eine App Bar oder so eine Komponente hinzufügen können, ist jetzt nicht, dass wir die über die Zwischenablage rüber kopieren, sondern dass wir hier in dieser linken Seitenleiste auf den Karteireiter Assets gehen. Und unter Assets sehen Sie aufgelistet sämtliche Komponenten, die in Ihrem Projekt vorhanden sind. Kann man auch durchsuchen. Und wenn wir hier jetzt eine App Bar suchen, dann sehen wir eben hier über die Suche finden wir diese unterschiedlichen App-Bars. Man sieht auch, man sieht es nicht wahnsinnig gut, weil das Bild so klein ist, aber wenn Sie genau hinschauen, es gibt zwei unterschiedliche Varianten, nämlich einerseits eine flache und eine erhabene mit einem Schattenwurf quasi. Und wir werden jetzt die flache App-Bar hier verwenden. Und um jetzt so eine Komponente aus dieser Asset Library hinzuzufügen, können Sie die ganz einfach per Drag and Drop in Ihr Frame, in Ihr Mockup rüberziehen.
Ah, das ist die erhabene App-Wahl, das ist nicht die, die wir wollten. Da sieht man, schwierig ein bisschen zu erkennen. Welche ist die richtige? Das müsste jetzt die flache ohne Schattenwurf sein. Schauen wir noch im Inspektor nach. Genau. Top Regular App Bar in flacher Ausführung. Dann das nächste, was wir brauchen, sind diese Tabs, die sich hier direkt unter der App Bar befinden. Deswegen haben wir auch eine App Bar ohne Schatten genommen, damit die Tabs sich quasi nahtlos an das Ganze dran reihen. Und ich finde das jetzt eigentlich unübersichtlicher, als wenn man es unten direkt im Projekt sucht. Also gehen wir vielleicht lieber den Weg über die Zwischenablage. Wenn wir uns hier die Tabs suchen, sehen Sie, gibt es unterschiedliche Varianten. Wir brauchen Tabs mit Text zur Beschriftung auf Basis unseres Wireframes. Also wieder einfach in die Zwischenablage kopieren. Und an der Destination. An der Destination einfügen. Und das nächste ist dann, was wir auch noch brauchen hier, ist dieser Floating Action Button. Den haben wir auch vorhin schon an den Komponenten entdeckt. Den finden Sie hier. Und auch den wieder einfach über die Zwischenablage einfügen. Jetzt ist natürlich bei diesem Floating Action Button die Frage, wo genau muss der hin? Wie positionieren wir den? Und dafür schauen wir am besten ganz einfach in den Material Design Guidelines nach unter Komponenten, Buttons, Floating Action Button. Und da gibt es den Abschnitt Specs, der die quasi detaillierten Angaben zur visuellen Gestaltung und Positionierung und Layout der einzelnen Komponenten enthält. Und hier sieht man, ein Floating Action Button wird korrekterweise mit 16 Pixeln Abstand zum rechten und zum unteren Rand positioniert. Das heißt, das sollten wir auch in unserem Mockup so umsetzen. Und wenn wir jetzt hier diesen Floating Action Button auswählen und den bewegen, dann gibt es einen ganz netten Trick, um zu sehen, wo sich der in Relation zu den umgebenden Elementen befindet. Nämlich, wenn Sie die Option-Taste unter Mac bzw. die Alt-Taste unter Windows drücken, dann sehen Sie hier, wie weit der Abstand zu den Rändern des umgebenden Objekts ist oder zu den Rändern des Objekts, auf das Sie mit dem Mauszeiger drauf fahren. Das heißt, man sieht hier der Abstand zum oberen Rand 557 Pixel, der Abstand zum linken Rand 277 Pixel und der Abstand nach rechts und nach unten 27 Pixel. Und Sie können das dann ganz einfach mit den Pfeiltasten verschieben, damit es an der richtigen Stelle sitzt. Und jetzt ist es eben 16 Pixel vom rechten und vom unteren Bildschirmrand entfernt und der Floating Action Button sitzt an der richtigen Stelle. Gut, damit haben wir fast alle Komponenten in unserem Mockup, die wir benötigen. Es fehlen nur noch diese Listeneinträge. Und dafür gibt es auch Vorlagenkomponenten, die man wieder verwenden kann. Sie sehen hier, es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Listeneinträgen, einzeilige, zweizeilige, dreizeilige, die man verwenden kann. Und da muss man schauen, welche am ehesten dementsprechend, was man benötigt, und dann den passenden Listeneintrag gegebenenfalls noch anpassen und adaptieren, damit er auch dem entspricht, was man schlussendlich selber tatsächlich wirklich braucht. Und ich würde sagen, dieser Listeneintrag sieht eigentlich so aus, als ob er, oder dieser, einer von den beiden ist wahrscheinlich, ich glaube, der ist wahrscheinlich der passendere, also nehmen wir den hier und fügen den auch hier in unser Mockup ein.
gefügt. Jetzt ist es natürlich so, dass das, was hier in den einzelnen Komponenten drinnen steht und die Icons, die verwendet werden, dass die noch nicht dementsprechen, den Inhalten entsprechen, die man in dem Wireframe sieht. Und deshalb ist es als nächstes notwendig, dass man eben diese Komponenten anpasst, damit sie dem Wireframe entsprechen. Und das kann man eben relativ einfach machen, indem man diese einzelnen Bestandteile, aus denen diese Komponenten bestehen, bearbeitet. Also wenn man hier in der Seitenleiste diesen Eintrag für die App-Bar-Komponente erweitert, dann sieht man, dass die aus Teilkomponenten bzw. unterschiedlichen Objekten besteht und dass man die bearbeiten kann. Zum Beispiel dieses Textfeld mit dem Namen Page Title. Das kann man ganz einfach per Doppelklick selektieren und dann bearbeiten und schon passt der Titel von dieser Bildschirmmaske. Oder hier bei den drei Icons am Ende sieht man, es gibt eben drei Icons in dieser Komponente. Wir brauchen nicht drei, wir brauchen nur zwei. Das heißt, wir können das erste ganz einfach ausblenden. Das heißt, wir haben jetzt nur mehr die zwei Icons, die wir auch brauchen. Und können dann auch die Icons in der Komponente ersetzen, indem wir eben das Icon Nummer 2 auswählen und hier in der rechten Seitenleiste in diesem Dropdown-Menü ein passendes Icon auswählen. Und in diesem Dropdown-Menü können Sie eben beliebige Komponenten auswählen, um diese Instanzkomponente auszutauschen. Das heißt auch, dass das Icon, das wir hier verwenden, ebenfalls als Komponente im Projekt vorhanden sein muss. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das beachten, weil wenn Sie einfach nur Bilder im Vektorformat oder in einem Rasterformat einfügen und diese nicht als Komponente abbilden, dann werden Sie sie nicht in diesem Dropdown-Menü wiederfinden. Wenn Sie aber, so wie vorhin gezeigt, die Material Design Icons aus dem Material Design Icon Figma Projekt rüber kopiert haben, wie ich es Ihnen vorhin in dem Video gezeigt habe, dann sollten diese ganzen Icons auch als Komponenten vorhanden sein. Sieht man auch hier im Komponentenbrowser, in diesem Asset Browser, dass hier eben diese ganzen Icons als Komponenten in diesem Projekt zur Auswahl vorhanden sind. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir sehr, 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 sehr viele Icon-Komponenten in diesem Projekt haben und zum Glück gibt es hier auch eine Suchfunktion, die man verwenden kann. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel Search eingibt, dann bekommt man gleich passende Icons vorgeschlagen und so können wir eben hier das richtige Icon auswählen. Jetzt sehen wir auch, dass hier die Farbe noch nicht passt. Die können wir unter Selection Color anpassen und verwenden hier als Selection Color High Emphasis on Primary Background. Das ist weiß. Und das Trailing Icon 3 wird durch dieses Overflow Icon ersetzt. Können wir auch wieder in dieser Seitenleiste nach dem passenden Icon suchen. Das heißt, glaube ich, More, wenn ich mich nicht irre. More Vertical. Jetzt haben wir das richtige Icon in der falschen Farbe und auch hier wieder Selection Color ändern auf High Emphasis on Primary Color. Und damit entspricht unsere Top-App-Bar eigentlich schon dem, wie es hier auch im Wireframe aussehen soll. Nächster Punkt dann, dass wir die Tab-Leiste anpassen. Auch hier wieder drei Textfelder als Teilkomponenten von dem Ganzen, die wir ganz einfach bearbeiten können, indem wir drüber schreiben. Und Sie sehen, Tabbar entspricht dem, wie es im Wireframe abgebildet ist. Soweit so gut, soweit auch relativ einfach. Etwas schwieriger wird es dann bei diesen Listeneinträgen hier. Denn da sind eigentlich relativ viele und relativ weitreichende Änderungen notwendig. Und wenn Sie versuchen, diesen Listeneintrag zu bearbeiten, dann werden Sie feststellen, dass Ihre Bearbeitungsmöglichkeiten von diesem Listeneintrag beschränkt sind. Und der Grund dafür ist folgender. Diese Komponente, die Sie hier sehen, das ist keine Kopie
von dieser ursprünglichen Komponente, die wir da über die Zwischenablage hinzugefügt haben, sondern das ist eine Instanz von dieser Ursprungskomponente. Das heißt, diese Instanz der Ursprungskomponente ist verknüpft mit dem Original, also mit der Hauptkomponente, von der diese Instanz abgeleitet ist. Und Sie können da auch ganz einfach hinhüpfen, indem Sie mit rechts draufklicken, mit rechter Maustaste draufklicken und im Kontextmenü unter Main Component auf Go to Main Component gehen und dann finden Sie eben diese Verknüpfung hier. Das ist die Main Komponente, von der unsere Instanz abgeleitet ist und sämtliche Änderungen, die Sie an dieser Main Komponente vornehmen, übertragen sich dann auch auf diese Instanz einer Komponente. Jetzt haben wir vorher schon gesehen, dass man Instanzen durchaus bearbeiten kann. Wir haben Textlabels bearbeitet, wir haben Icons ausgetauscht. Das sind Änderungen, die man an so einer Instanz vornehmen kann. Weitreichende Änderungen, wie zum Beispiel das Hinzufügen von zusätzlichen Subkomponenten, von zusätzlichen Subobjekten oder auch das Verändern von der Position von Subkomponenten innerhalb der Komponente, das sind Dinge, die man auf Instanzebene nicht machen kann. Und deshalb müssten Sie jetzt entweder diese Hauptkomponente hier bearbeiten, was ich Ihnen aber nicht unbedingt raten würde, oder wir lösen diese Verknüpfung von der Instanz zu dieser Hauptkomponente auf. Und das können wir machen, indem wir auch ganz einfach mit rechts draufklicken auf die Instanz und im Kontextmenü Detach Instance auswählen. Und jetzt ist quasi diese Sammlung von Objekten, diese Komponente nicht mehr verknüpft mit dieser Hauptkomponente und wir können sie frei bearbeiten. Wir können zum Beispiel dieses Icon hier nehmen und verschieben. Und der Text ebenfalls zu verschieben, damit das ungefähr dem entspricht, wie es im Wireframe aussieht. Beziehungsweise auch der Divider ist etwas zu kurz und sollte sich eigentlich über die gesamte Breite erstrecken. Und damit sind wir eigentlich schon relativ nahe dran an dem, was wir für unsere Listeneinträge im Wireframe benötigen. So. Die Checkbox wollen wir am linken Rand eben orientieren. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz zurückhüpfen in die Material Design Guidelines und nachschauen die Proportionen von so einem Listen-Item. Also zurück in den Browser, zurück zur Material Design Webseite. Schauen wir uns die Liste an. Schauen wir uns die detaillierte Spezifikation der Liste an und sehen hier. Dass der Abstand zwischen Icon und Text 32 Pixel betragen soll. Das heißt, da müssen wir den Abstand noch etwas vergrößern in unserem Mockup. Also auch hier wieder der Klick aufs Textlabel. Wie vorhin gezeigt, mit Klick auf Option kann man sich den Abstand anzeigen lassen, zu in dem Fall diesem Icon, das ist jetzt 13 entfernt, das ist viel zu nah dran, also verschieben wir es auf 32 Pixel rüber, damit es den Layout Guidelines entspricht. Und dann können wir dieses Label auch wieder ändern. Das Icon müssen wir auch ändern, weil es nicht selektiert sein soll. Checkbox off. Und damit ist dieses Konstrukt eigentlich fertig. Und wir können auch direkt eine neue Komponente daraus erzeugen. Das heißt, wir haben jetzt quasi eine Komponente, eine eigene, also wir haben quasi eine Instanz von einer bestehenden Komponente genommen, haben diese Instanz von der ursprünglichen Komponente entkoppelt, haben dann die einzelnen Bestandteile, die sich daraus ergeben haben, bearbeitet, damit es dem entspricht, was wir brauchen, und dann daraus eine neue Komponente gemacht, die wir jetzt weiterverwenden können. Und die können wir jetzt auch ganz einfach wieder vervielfältigen, weil wir brauchen 2, 3, 4, 5 von denen. Ups. Was man auch machen kann, wenn Sie eine Komponente ausgewählt haben,
Und Command drücken bei einer Drag-and-Drop-Operation, dann duplizieren sie automatisch die Komponente, die sie gerade ausgewählt haben, so wie man es hier sieht. Und jetzt haben wir hier fünf Kopien von dieser fünf Kopien von dieser Komponente. Das hier quasi die Ursprungskomponente, oder das ist die Ursprungskomponente und eben mehrere Instanzen von dieser. Oh, hier ist noch eine zu viel, können wir rauslöschen. Gut, und dann müssen wir natürlich noch die Labels verändern in den einzelnen Instanzen. Noch ein schneller Tipp: Wenn Sie direkt zu einem Subobjekt einer Komponente durchklicken wollen, können Sie das mit Command-Linksklick. Dann gehen Sie quasi durch diesen ganzen Selection-Stack durch, ohne dass Sie sich quasi durch den Selection-Stack von einer Ebene zur nächsten durchklicken müssen. Und hier auch noch das Icon anzupassen. Und damit sind wir fast fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist jetzt hier dieses zusätzliche Label mit einem Icon. Und das werden wir jetzt ganz einfach manuell hinzufügen. Müssen dafür auch wieder diese Komponente, also diese Instanz, detachen. Weil sonst könnten wir keine neuen Elemente hinzufügen und fügen jetzt eben ein Label ein mit dem gezeigten Datum in Größe 13, 12, glaube ich, ist passend. Schieben das Ganze hier auf eine Höhe mit 16 Pixel Abstand zum rechten Rand und einem Constraint zum rechten Rand. Gut, also haben das Label hinzugefügt und jetzt fehlt zum Schluss noch dieses Icon und dieses Icon können wir uns einfach aus den Assets raussuchen. Eine Uhr, Clock. Schauen wir, was es da so gibt in den Icons. Das hier schaut passend aus und ziehen wir einfach per Drag and Drop rüber. Passen das Ganze in der Größe an, positionieren es direkt neben dem Label, gruppieren das Ganze und sind damit eigentlich soweit fertig. Also Sie sehen, vom groben Wireframe hin zum detaillierten High Fidelity Mockup entsprechend der Material Design Guidelines unter Verwendung von diesem Material Design Kit, das Ihnen von Google zur Verfügung gestellt wird. Ich hoffe, das Ganze war nützlich für Sie und hilft Ihnen bei der Ausarbeitung Ihres Übungsbeispiels. Und vielen Dank, dass Sie zugesehen haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.